Ja, da muss ich mein Langzeitgedächtnis aktivieren. Ich bin 1965 als junger, hoffnungsvoller Tischtennisspieler selektioniert worden für die Weltmeisterschaften und habe dann nach Magglingen kommen für einen Leistungstest. Mir persönlich ist vor allem die Verbundenheit mit den Leuten, mit den Menschen, die ich hier lernen kennen und mit denen, die ich arbeiten durfte, wichtig. Die Verbundenheit geht auch weiter, weil wir alle jährlich ein ehemaliges Treffen haben. Und das ist sehr wertvoll. Projektpartner, die externen Projektpartner, die ich mit ihnen zusammenarbeiten durfte. Dann die Verbundenheit zur Thematik selber, zu meinen Inhalten. Dort habe ich während 30 Jahren mich immer wieder mit neuen Fragen können und dürfen auseinandersetzen und habe auch hoffentlich etwas können bewirken. Und schlussendlich die Verbundenheit zum Ort Magglingen ist sehr wichtig. Wir wissen auch, Magglingen ist der schönste Arbeitsplatz in der Schweiz. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, das Passport und auch die EHSM sind ja vor allem beauftragt, Breitensport und Leistungssport zu fördern. Ich nehme nur das Beispiel aus Ausbildung und Weiterbildung von Leitern und von Lehrern, wo hier sehr professionell gemacht wird und wo sicher ein Trumpf ist, dass die Ausbildung immer mit angewandter Praxistätigkeit verbunden wird, dass immer mit viel Sporttreiben verbunden wird. Und da können die Ausgebildeten wirklich einen vollen Rucksack mit heine, ein Rucksack, der gefüllt ist mit methodisch-didaktischem, mit präventiven oder mit pädagogischen Sachen und vor allem auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, also Magglingen zeichnet aus, dass vor allem sehr viele junge Leute da sind, sportliche junge Leute und auch jung gebliebene Leute. Dann kann mich gut erinnern an die Begegnungen an grossen Konferenzen, internationalen Konferenzen, die mich immer sehr interessant haben. Und drittens die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, wo nicht allein nur der Sport im Zentrum war, sondern eben meistens gesellschaftsrelevante Fragen. Also, ich würde jetzt vor allem Veränderung probieren zu bezeichnen. In den letzten paar Jahren, seit ich nicht mehr da bin, höre ich immer wieder, dass viele Organisations- und Strukturveränderungen passiert sind. Das ist sicher ein Punkt. Und nachher ein zweiter, das Wachstum, oder? Wachstum in Magglingen selber und in Tenero und auch in Ipsach. Das ist eindrücklich. Und der dritte Punkt, dass man zunehmend oder immer mehr einen Akzent setzt bei der Förderung des Leistungssports, inklusive im Spitzensport.